So. Okay, so. Wir sind hier. Da fallen sie wieder. Monitor ist dreckig. Sieht man immer, wenn man so nach oben ins Helle schaut. Da wieder ein Flecken drauf ist. Hier kannst du die Emotes von Adio nutzen, das ist richtig. Vielleicht, nein, hier wollte ich nicht hin. Vielleicht irgendwann gibt es hier dann auch die Bruce-Emotes. So, heute ist der 8. Die 8 habe ich schon so oft gesehen. Da. Deko. Für YouTube ist Bruce auch noch geplant. Also rein theoretisch kann man sie schon nutzen. Ich kann Bruce auf YouTube schon nutzen, aber da ich noch keine Mitgliedschaft auf YouTube aktiviert habe, könnt ihr Bruce noch nicht nutzen. Aber das ist gar nicht mehr so weit weg. 200 und 200. Zumindest auf YouTube. Auf Twitch. Wird das, glaube ich, noch ein bisschen dauern. Ich habe ja auch gerade erst wieder hier angefangen. Nicht wahr? So, wir gucken mal. Er braucht Kupfer. Habe ich gerade nicht hier. Aber ich habe mir Kupfer geklaut das letzte Mal. Da fehlen nur noch 100. Wir können fast das nächste Upgrade machen. Nur noch knapp 100. Freiheit für Bruce! Keine Sorge! Wenn ihr euch unten die Infos anschaut, unter diesem Twitch-Stream, alles, was da jetzt noch ein Pikachu ist, in diesem ganzen Bildchen, auch in diesem leider offline hast du nicht gesehen, alles, was da noch Pikachu ist, wird in Zukunft ausgetauscht durch Bruce. Da kommt Bruce. Bruce ist und bleibt unser Maskottchen. Destivision. Kommt da noch Bruce hin? Das habe ich nur noch nicht geschafft zu machen. Da werde ich wahrscheinlich auch den ein oder anderen neuen Bruce herstellen müssen. Deshalb müsst ihr euch da noch ein bisschen gedulden. Aber da kommt. Da wird Bruce und Bruce wird klasse. Nein, Bruce wird nicht klasse, Bruce ist klasse. So, was brauchen wir eigentlich? Was steht jetzt an? Ich habe so absolut gar keine Ahnung. Da wollten wir weitermachen. Wir wollten das Schweröl in diese Kohlealternative verwandeln und dann in den Awesome Shredder packen. Das ist der Plan. Das wollen wir machen. Habe ich noch nicht gemacht, weil uns Zeugs für die Raffinerie fehlte. Motoren fehlen uns. Aber das ist kein Problem. Motoren bauen wir uns. Und ich wollte ein paar... Nee, ich habe ein paar Energiespeicher schon drin. Mir sonst noch irgendwas... Glaube nicht. Ansonsten geht es hier jetzt Richtung Meilenstein. Computer, diese Teile, Motoren und Gummi kriegen wir hin. Erstmal Inventar ein bisschen leeren. Das ist immer wichtig.
dann Motoren sammeln, zum Stahl rüberrennen und gucken, was wir an Rahmen mitnehmen können. So, wir sind hier. Hier steht's. An den Stahlbetonträgern hängt es. Warum hängt es an den Stahlbetonträgern? Weil du zu langsam bist. Oh, uns fehlen 3, dann haben wir die 100 zusammen. Komm. Mach mal. Ich finde es schade, dass man dem Hypertyp noch keinen Skin geben kann. Ja. Vielleicht kommt das noch. Ich habe keine Ahnung, was in dem Adventskalender alles drin ist. Vielleicht kommt das noch. Ob da hinten eine Schnecke drin ist? Den Scanner habe ich nicht dabei. Das neue Game von den Entwicklern von No Man's Sky. Ist das das, was Bobby heute in den Discord gepostet hat? Habe ich mir noch gar nicht angesehen. Dahin. Ja. Das muss ich mir danach einmal angucken. Nice, wir haben die 100 durch. Das muss ich mir dann nachher nochmal angucken. Es sah auf jeden Fall, zumindest von dem Thumbnail des Videos, sah es erstmal nicht schlecht aus. Ich nehme noch ein paar extra mit. Ich habe gerne so eine kleine Handvoll von diesen Rahmen. So in der Hand. Rambo muss raus, alles klar. Dann bring deinen Stinker mal um die Ecke. Nach draußen. So, wir nehmen das hier mal weg. Ist doch eine gute Anzahl an Stahlbetonträgern, dann kann der hier mal gescheit füttern. Der Rest sieht in Ordnung aus, hat einen guten Rückstau. Also relativ. Ja, komm, 3 reichen. Ich habe keine Lust mehr. Ich mag nicht mehr. So. Wir gucken gleich nach den Christbaumkugeln.
Wir werden wahrscheinlich uns Kupferbarren klauen müssen irgendwo. Klauen wir uns Kupferbarren. Um die letzten 50 oder was erstellen zu können. Und dann... Dann gehen wir zum Öl. Ah, wir brauchen tatsächlich keine Kupferbarren, wir brauchen rote Kugeln. Haben wir noch rote Kugeln? Nein, es sind tatsächlich 51. Rote Kugeln. Da haben wir 50. Ist das? Nein. Wir brauchen 25. Nee, wir brauchen nochmal 50. Was rechne ich denn hier? Schmarrn rechne ich. Kupferbarren. Barren. Barren sind richtig und wichtig. Loch. Motoren brauchen wir auch noch. So, Flyby-Geschenke einsammeln. Und uns hier Kupferbarren klauen. So. Da haben wir uns einen ganzen Stack. Und dann passt das schon. Oh, hier fliegen die Platinen durch. Das ist schön. Das hat da oben scheinbar tatsächlich was gebracht. 31 Computer. Oh, das läuft ja jetzt so richtig. Das läuft ja so. Motoren. Wo habe ich die Motoren geparkt? Hier theoretisch. Ach, hier. Die sollen mal in der Kiste. Es rennt, ja, es rennt. Wunderbar. Nehmen den Stack mit, die 5 lassen wir hier drin. Statue. Du machst. Habe ich einen Standby? Habe ich. Nicht wirklich. Bitteschön. Okay. So, dem fehlen Waffen. Ach komm. Was soll der Geiz? Viel fehlt nicht mehr, glaube ich. 41 etwa. Pi mal Daumen. Patmos, einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass du da bist. Ich hau mal den... den YouTube-Timer raus. Weil der, glaube ich, nicht...
up to date ist. Wenn mich nicht alles täuscht. So. Wir bewegen uns Richtung Öl und Kunststoff. Und hast du nicht gesehen, damit sichergestellt wird, dass wir weiterhin auch Kunststoff produziert bekommen und dann geliefert bekommen. Müssen wir unser Schweröl loswerden. Könnte es wieder über Polymerharz machen, aber wir haben viel zu viel Treibstoff. Viel zu viel Treibstoff. Also lasse ich mir einfach Coupons herstellen. Aus dem Schweröl. Mache ich da Petrolkoks oder so? Lasse ich herstellen. Und dann darf mir das geschreddert werden. So, willkommen, willkommen. Wir sind hier. Das sind Flecken auf meinem Bildschirm. Da kommt ein Geschenk geflogen. Ja, das Ding ist wieder voll. Voll. Da ist hier hinten mit keinen Kunststoffen hergestellt. Also gehen wir hier rüber. Oculus, einen wunderschönen guten Abend. Ja, ich streame auf Twitch. Habe ich mir vor einer Weile schon überlegt gehabt. Habe ich auf YouTube einen kleinen Community-Post zugeschrieben. Mit dem, was in Zukunft kommt, was ich vorhabe, ist das einfach angenehmer. Auf Twitch. Und da Twitch-Partner ja inzwischen auch wieder doppelt streamen dürfen, habe ich mir gedacht, warum nicht? Ich habe mir gerade vorgestellt, wie du durch die Landschaft fliegst. Genau, man darf inzwischen simultan streamen. Und da ich mein Kunst Business mit Gewerbe und Co. entsprechend vergrößern möchte, macht Twitch in vieler Hinsicht Sinn. Und was noch hinzukommt, YouTube hat zurzeit absolute Probleme, was flüssige Streams angeht. Und deshalb war heute auch der Grund, deshalb relativ spontan ein Twitch-Stream. YouTube war heute absolut langsam. Was Videos anging. Super langsam.
Und Content auf 360p macht halt keinen Spaß. Hat schon immer gehakt, ja, aber in letzter Zeit war es doch etwas extremer als sonst. Ach, du bist schon MK2, okay. Raffinerie. Hier setze ich ab. Keine Ahnung. Hier irgendwo hin. Guck mal, können wir das da reinpacken? Und dann machst du mir Petrolkoks. Und das können wir dann direkt. Da haben wir einen Lagercontainer dazwischen. Was auf YouTube angenehm ist, du kannst die Streams online lassen. Und die Leute können sich die VODs dann einfach angucken. Aber. Nehme ich die Sachen wieder auf, hoffe, dass meine Festplatte mitmacht. Die meckert gerne mal. Willkommen zurück, Sascha. So, ich glaube, da sollte dann einer reichen. So. Ja, da stimme ich Bombi zu. Da stimme ich Bombi zu. War noch nie anders. Was ich jetzt wieder machen muss, ich muss gucken, dass ich den Twitch-Stream irgendwo einblenden kann, damit die Leute, die sich das Video im Nachhinein auf YouTube angucken, den Chat mitverfolgen können, wenn sie das denn möchten. Auf YouTube war es so, da habe ich den Chat quasi nicht mit aufgenommen, hört sich doof an, aber der war im Nachhinein, im VOD war der noch lesbar. Da wurde der Chat dann wieder mit abgespielt. Hier muss ich jetzt wieder gucken, dass ich den irgendwo mit in den Bildschirm mit reinpacke. Sonst klingt das alles für die Zuschauer zu Hause. Wie ein einseitiges Telefonat, und das möchte ich nicht. Twitch ist mehr wie Fernsehen, YouTube mehr eine reine Mediathek. Ja. Ist richtig. Zu teilen zumindest. Da geht unser Kunststoff. Ist wunderbar.
Tut sich nicht viel, ist auch wunderbar. Ich weiß nicht, ob ich eine vierte Raffinerie dazu setzen kann. Das weiß ich nicht. Ich glaube schon. Warum hast du hier eigentlich... Ach, deshalb hast du so eine Ecke. Können wir ändern. Diese Ecke tut ja weh. In der Ecke in die andere Richtung. Mensch, 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 Mensch. Besser weniger Ecke. So. Das war das. Was habe ich jetzt vor? Unsere Kunststoffversorgung ist gesichert. Wir haben theoretisch noch Platz für eine Raffinerie. Aber ich bin mir nicht sicher, ob unsere Pumpe das aushält. Das weiß ich nicht. Was ich interessant finde, ist, dass ich hier zumindest heute fast doppelt so viele Live-Zuschauer habe, wie ich sie auf YouTube habe. Jetzt ist die Ecke anders schief. Gar nicht. Sie sieht voll in Ordnung aus. Pack sie dir sogar wieder ins Skin. So. Beschwer dich nicht. Die Ecke ist voll hübsch. Guck mal, da. Bitteschön. Skins. Skins. Bist du jetzt happy? Cool. Hier wird geschreddert. Das passt. Hey, der Zug ist da. Never mind, der Zug fährt. Bei Zug. Mach's gut. So. Das da drüben war echt nötig. Okay. Ich habe mich gerade gefragt, warum die rot leuchten, aber logisch, die sind ja nicht an. Die rein theoretisch brauche ich die gar nicht mehr. Komm, die können wir alle abbauen.
Auf einmal ist hier Platz. Mensch. Was denn da los? Auf einmal ist Platz. So, die nehmen wir mit rüber. Dafür. Das können wir einpacken, das können wir einpacken. Die könnten wir, glaube ich, auch haben. Bei den Motoren müssen wir ein bisschen warten.